Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Video auf meinem Channel. Leute, heute gibt es eine richtig nice No-Build-Runde und ich versuche heute, euch ein paar Tipps und Tricks mitzugeben, wie ihr besser snipen könnt. Weil viele von euch wissen ja, ich bin relativ gut im Snipen und ich bekomme auch oft die Nachricht, yo Fix, wie triffst du so viel mit der Sniper? Wie werde ich besser mit der Sniper? Und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es heute so ein kleines Live-Commentary. Ich versuche, alle Gegner zu snipen, die ich sehe. Außer sie sind natürlich Close Range. Aber heute gibt es mal wieder so ein kleines Tipps- und Tricks-Video. Wenn ihr es feiert, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir müssen natürlich als erstes eine Sniper finden. Und dann können wir direkt loslegen. Wir spielen No-Build-Modus einfach, weil es leichter im No-Build-Mode zu erklären ist, weil die Leute sich da nicht einbauen können, während ich auf sie snipe. Und ja, wenn ihr viel gerne Sniper spielt, dann kann ich euch No-Build Mode auf jeden Fall empfehlen. Der erste Tipp am Anfang natürlich, was wichtig ist zu wissen, in Fortnite gibt es zwei verschiedene Arten von Waffen. Waffenart Nummer 1 sind Hitscan-Waffen. Das heißt, du schießt auf einen Gegner, dein Rotpunkt ist auf ihn drauf und in dem Moment, wo du klickst, trifft auch die Kugel ihn. Das bedeutet Hitscan. Und dann gibt es Waffen, die nicht Hitscan sind. Das heißt, die Kugel muss erst noch ein bisschen fliegen, bis sie den Gegner trifft. Also wenn da vorne ein Gegner ist und ich klicke drauf, dann muss meine Kugel erstmal hinfliegen. Das ist bei der Waffe, die ich gerade habe, nicht so. Er hat eine Sniper. Sehr schön. Versucht mich zu snipen, aber was soll er ruhig machen? Schade. Wie komme ich da am schnellsten hoch? Hier so, ne? Hör mal auf, wegzurennen! Nice one. Okay, nice. Den haben wir schön weggeholt. Ja, auf jeden Fall, dann gibt es Waffen, die nicht Hitscans sind. Dazu zählt die Sniper und die DMR. Wenn ich jetzt hier rüber schieße, ihr seht ja auch meine Kugel fliegen. Und dafür sind die Striche im Sniper-Scope auch gut, weil ihr habt ja das Kreuz in der Mitte und dann habt ihr drunter einen Strich und noch einen Strich und dann so einen dicken Strich. Umso weiter der Gegner weg ist, umso mehr droppt die Kugel auch nach unten. Also sie fliegt nach vorne und nach unten. Das heißt, wenn jetzt da vorne jemand auf der Burg steht, zum Beispiel hier der Pfeiler ist sein Kopf, dann müsst ihr nicht mit dem X auf seinem Kopf sein, sondern ihr müsst nach oben zielen. Vor allem, wenn er richtig weit weg ist, muss der erste Strich ungefähr auf seiner Kopfhöhe sein, weil dort fliegt dann die Kugel hin. Habt ihr es gesehen? Und das müsst ihr natürlich bedenken, wenn ihr die Sniper zockt. Das heißt, umso weiter die Gegner weg sind, umso höher muss euer Fadenkreuz. Und wenn der Gegner sich auch noch bewegt von links nach rechts, dann müsst ihr auch vor den Gegner zielen, weil die Kugel braucht ja ein bisschen, bis sie beim Gegner ist. Und das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die ihr auf jeden Fall beachten müsst. Ich glaube, viele von euch wussten das schon. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch schon der erste Tipp geholfen hat oder nicht. Aber ja, das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Ansonsten, Tipp Nummer 2, spielt immer eine Sniper. Immer, immer, immer. Jede Runde eine Sniper, damit ihr besser mit der Waffe werdet, damit ihr so ein kleines Gefühl dafür bekommt. Weil ich habe Snipen schon richtig... Ist das low? Oh, nice. Da gönnt mir jemand einen Free Llama. Aber was ich sagen wollte, bei mir ist Snipen eigentlich hauptsächlich Gefühlssache. Wenn ich jetzt hier das Chicken abschießen will... Ich hab's einfach schon im Gefühl. Ich denke nicht drüber nach, wie viel höher muss ich jetzt, wie viel weiter muss ich jetzt. Hier unten haben wir einen Gegner, der ist relativ close. Ist, glaube ich, ein Bot. Und ihr seht schon, er bewegt sich nach links. Deswegen ziele ich ein bisschen vor ihn. Ich hab's euch in Slow-Mo gezeigt. Ich ziele ein bisschen vor ihn und schieße dann ab, damit er sozusagen in meine Kugel reinläuft. Zack, und wieder ein bisschen neben ihm geschossen. Wir können ihn nochmal abschießen. An so Bots kann man natürlich auch gut trainieren immer, finde ich, die Sniper-Schüsse. Jetzt hielt er sich, dann geben wir einen Headshot rein. Aber wenn ich jetzt nochmal in Slow-Mo den Clip abspiele, ihr seht schon, für den Headshot habe ich ein bisschen über seinen Kopf gezielt und war mit meinem Fadenkreuz nicht direkt auf seinem Kopf drauf.
damit die Kugel auch wirklich auf seinen Kopf travelt. Aber das meine ich mit Gefühl. Ich habe schon so viel Sniper in Fortnite gespielt, dass ich das einfach schon automatisch mache. Umso höher gehe ich mit meinem Fadenkreuz und umso schneller es sich bewegt, umso weiter nach vorne ziele ich auch. Da kann ich euch schwierig Tipps geben. Natürlich könnte man jetzt irgendwie mathematisch krank ausrechnen oder so. Aber es ist hauptsächlich eine Gefühlssache. Da vorne haben wir einen. Er läuft auch. Ich ziele vor ihn. Und Hit, habt ihr es gesehen? Ich habe richtig weit vor ihn gezielt. Okay, der weiß nicht, wo ich bin, glaube ich. Ja, oder hat er mich gesehen? Nee, er checkt gar nichts. So, ich ziele wieder vor ihn. Bam, wieder Hit. Ah, wie kann man so Glück haben? Aber habt ihr gesehen, wie meine Snipes sitzen? Das ist Gefühlssache. Das mit dem nach vorne zielen ist tricky teilweise, weil manchmal verschieße ich auch noch Schüsse, weil ich denke, yo, er ist schneller oder er ist langsamer. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, in welchem Winkel er wegrennt. Auf die Close Range mit der Sniper jetzt ziele ich direkt auf seinen Kopf. Wenn er jetzt pieken würde. Okay, nice one. Wichtiger Kill. Aber mit der Sniper wäre ich jetzt direkt auf ihn draufgegangen. Weil wenn er so nah steht, dann hast du keinen Bullet Drop. Dann ist die Sniper einfach gerade. Ja, als nächsten Tipp würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr momentan Sniper spielt. Ey, was ein geiler Zufall. Zockt das schärfere Schütze-Perk. Weil da bekommt ihr zusätzlich noch eine Patrone in der Sniper. Das heißt, ihr könnt zweimal schießen mit der Sniper. Das ist richtig geil. Und wisst ihr was? Einfach weil wir es können, nehmen wir die Sniper auch noch mit. Dann haben wir insgesamt 4 Schüsse. Lol, hier vorne ist nochmal ein Lama. Aber ja, ich lasse es mal leben. Und was ich euch auch empfehlen kann, schaut mal in eure Einstellungen rein, in eure Maus-Settings. Es gibt ja Empfindlichkeit-Zielfernrohr. Ich habe da auf 80% ein bisschen runtergestellt. Empfindlichkeit zielen habe ich auf 60%. Aber das Zielfernrohr ist das, was für die Sniper zuständig ist. Und es könnte sein, dass ihr es vielleicht ein bisschen zu schnell eingestellt habt. Weil meins ist, ja, es geht. Also wenn ich jetzt einmal über mein Mauspad gehe, habe ich so, boah, keine große Drehung. Seht ihr das? Vielleicht könnte das euch auch noch ein bisschen helfen, einfach das umzustellen. Und dann kriegt ihr vielleicht einfach noch ein besseres Gefühl mit der Sniper. Also schaut da auch gerne mal rein. Vielleicht habt ihr das zu hoch oder zu niedrig oder so. Und auf Controller dasselbe. Ich glaube, da gibt es auch so eine Einstellung fürs Reinscopen. Okay, ich kill mal den kurz. Ich brauche nämlich ein Schwert. Danke dir, Bro. Wir lassen dann mal eine Sniper noch da. Zocken wir doch nur eine Sniper, damit wir noch ein Schwert haben. Okay, einer nimmt ein. Die Range für die Sniper ist, da kann man direkt mit dem Kreuz drauf gehen. Wer ist er denn? Da kommt einer hoch. Okay, den push jetzt nicht in die Höhle. Das wäre ein bisschen dumm. Nice, den haben wir auch down. Hier haben wir noch eine mythische Pump. Goldene Sniper, aber wir haben, glaube ich, noch einen Gegner da. Oh, er macht den Tresor unten auf. Ja, okay, dann lassen wir ihn mal. Hier ist richtig Action gerade. Oh, wir haben Slurpees auch da. Ich würde schon gerne die Laserwaffe noch mitnehmen. Ja, komm, scheiß drauf, wir nehmen einen. Falls er mich pusht, dann haue ich mit meinem Schwert ab. Oh mein Gott. Okay, richtig wichtiger Kill. Ja, komm, wir nehmen das schnell ein. Wir haben ja dann nochmal einen Slurpee am Start. Nochmal zwei. Und dann kommen wir noch in die Zone rein. Ich würde gerne noch ein paar Sniper-Hits machen. Aber Leute, falls ihr noch mehr Tipps und Tricks-Videos von mir haben wollt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch interessieren würde, zu welchem Thema ich noch Tipps und Tricks-Videos machen soll. Okay, wir sind gerade im Endgame. 5 Gegner nur noch am Leben. Es ist ziemlich, ziemlich ruhig. Also, boah, mal gucken, ob wir gleich noch jemanden sehen. Oh, hier links ist einer. Das ist direkt Kreuz. Aber ein bisschen vorher zielen. Hab ihn. Let's go.
Vor mir ist Action. Ah, beim Busch. Da kann man auch direkt drauf zielen. Ah, ich gehe lieber mit der Snipe rein. Schade. Ah, okay, verdammt. Du kleiner Schisser, Bro. Oh. Nice, mit der Snipe geholt. Und da links ist der letzte. Der wird wahrscheinlich da unten an der Ecke kommen. Ganz links an der Ecke. Jupp. Und... schade. Wieder nicht getroffen. Ja, ich muss die Close Range killen. Nein. Oh. Let's go, baby. 9 Kills. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da und nutzt den Creator-Code FIX. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit der Sniper, wie man die Sniper am besten spielt. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss.